Vergewaltigungen in Wien, Täter werden immer jünger, 11-Jährige, 13-Jährige, die Opfer werden immer jünger. Wieder zwei junge Mädchen an dem Wochenende, eine 11, eine 13. Das waren Asylwerber? Wieder unter Drogen gesetzt. Die Opfer nicht, aber die Täter, die vermeintlichen Täter. Vermutlich. Wieder unter Drogen gesetzt, Ecstasy-Tabletten, erinnert alles an Leonie. Mhm. Und damit wiederholt sich dieser Wahnsinn immer wieder, weil Böses immer Böses muss gebären. Mhm. Und da gibt es dann eine entscheidende Frage. Wollen wir Unintegrierbares integrieren? Nein, ich will es nicht. Wollen wir gegenüber Intoleranten tolerant sein? Nein, ich will es nicht. Wollen wir also unsere Grenzen überwachen und schauen, wer zu uns hereinkommt? Oder wollen wir unsere Grenzen nicht überwachen und Kriminelle in unser Land lassen? Ich tendiere dazu, die Grenzen zu überwachen, zu kontrollieren, sie auch zu verteidigen, die Grenzen, weil ich Kriminelle nicht in unserem Land haben will. Und auch im Interesse jener Menschen, die vor 30, 40 Jahren zu uns gekommen haben, die sich im Übrigen bestens integriert haben. Im Interesse jener, die schon vor 20, 30 Jahren hereingekommen sind und sich perfekt integriert haben, müssen wir auch genau jene Community schützen, die bei uns herinnen ist und dann in einen Topf mitgeworfen wird. Ja, die das sehen. Dass wir seit 2015 einen Anstieg der Kriminalitätsrate vor allem bei Asylwerbern spüren und die Asylwerber eine viel höhere Kriminalitätsrate haben, obwohl sie weniger sind in der Relation als die Österreicherinnen und Österreicher, sowohl in der Relation als auch in absoluten Zahlen, sollte uns zu denken geben. Dass wir aus Kulturkreisen Menschen hereinholen, die Frauenrechte nicht kennen, Frauen wie Tiere behandeln und daher auch wie Tiere missbrauchen im Übrigen, dann dürfen wir uns am Ende nicht wundern, wenn das passiert. Und ich sage Folgendes, wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Frauen schützen, wie wir nämlich jene schützen, über die vor Jahrzehnten Gleichberechtigung erkämpft worden ist. Und das schafft man nicht mit einem Binnen-I und das schafft man nicht mit der geschissenen Genderei, sondern das schafft man, indem man potenzielle Täter nicht ins Land kommt. So, Schlusswort, Sebastian.